Hallihallo und herzlich willkommen zum allerersten Video im neuen Jahr auf Tag aus Tag ein. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und hattet eine schöne Zeit zwischen den Jahren. Unsere Kinder hatten 2 Wochen Weihnachtsferien, mein Mann hat sich auch ein paar Tage freigenommen und auch ich habe eine kleine YouTube-Pause gemacht und in der Zeit keine Videos hochgeladen, aber nichtsdestotrotz hatte ich immer die Kamera dabei und habe so ein bisschen gefilmt, wie die Zeit zwischen den Jahren bei uns war, wie wir ganz gemütlich, entspannt und hügelig die Feiertage verbracht haben und das habe ich heute mal zu einem kleinen Video zusammengeschnitten und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wir haben die Urlaubs- und Ferienzeit ausgiebig genutzt, um uns so richtig treiben zu lassen. Kein Stress, keine Termine. Nichtsdestotrotz war ich jeden Morgen um 5.20 Uhr wach. Mein Biorhythmus funktioniert so gut, dass mich mein Körper jeden Morgen zur gleichen Zeit weckt, wie ich auch sonst immer aufstehen muss. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es gar nicht so verkehrt ist, wenn man, egal ob in der Woche im Urlaub oder am Wochenende, zur gleichen Zeit aufsteht. Aber es ist schon doof, wenn man eigentlich noch liegen bleiben könnte und dösen könnte und dann, ja, wach ist. Aber nichtsdestotrotz, mein Mann war meistens noch früher wach und während er mit dem Hund unterwegs war, habe ich schon mal in Ruhe meine erste Tasse Kaffee genießen können. Auch in der Urlaubszeit muss ja so ein bisschen Hausarbeit sein, aber wir haben nur das Nötigste gemacht. Wir haben alles auf ein Minimum beschränkt, nur das gemacht, was sein musste. Mein Mann und ich haben uns die Hausarbeit so ein bisschen geteilt, dass jeder nebenher noch Zeit hatte, sich um seine Dinge zu kümmern, die er noch machen wollte oder erledigen wollte. Ich habe dann manchmal die Zeit genutzt und bin runter in meinen Hobbykeller. Da hatte ich noch eine Aufgabe vor mir, die ich unbedingt noch im alten Jahr erledigen wollte, und zwar die Fotos sortieren. Ich habe das dann so ein bisschen zelebriert, habe mir Kerzen angezündet, ein bisschen schöne Musik gemacht und habe dann im Keller gesessen und die ganzen alten Fotos durchgeschaut, geguckt, was ich davon noch brauche, was nicht, und dann konnte ich das auch endlich im alten Jahr noch abhaken. Mein Bullet Journal für das neue Jahr hatte ich ja schon soweit fertig. Was aber noch gefehlt hat, war das Vision Board. Ich mache das ganz gerne so, dass ich mich am Jahresende immer hinsetze und mir so ein bisschen Gedanken mache, was ich für das nächste Jahr für Ziele, Ideen oder ja, Vorhaben habe und wie ich die umsetzen möchte. Ich teile das dann immer so auf in Bereich beruflich, also Geschäft, Familie und Gesundheit. Und dazu gestalte ich dann in meinem Journal immer 2 Doppelseiten, wo ich alles aufschreibe, so ein bisschen bunt gestalte, und dann habe ich noch so einen kleinen Fotodrucker, mit dem ich Bilder ausdrucke und die mit dazu reinklebe. Und das habe ich auch noch im alten Jahr erledigt. Wie im
jedem Jahr gehört auch dieses Jahr wieder das Zelebrieren der Rauhnächte für uns dazu. Wir haben dann immer so kleine Zettel, auf die wir unsere Wünsche schreiben. 13 Stück an der Zahl sind das. Dann werden die gefaltet und in ein Glas reingemacht. Und in den Rauhnächten, in den 12 Rauhnächten, zieht man dann jeden Tag oder jeden Abend einen Zettel, verbrennt den und gibt damit seinen Wunsch ans Universum weiter. Der letzte Zettel, der 13. und der Wunsch, der da drauf steht, für den ist man dann selber verantwortlich. Ich klebe mir den 13. Zettel dann immer in mein Bullet Journal und schaue, dass ich den übers Jahr nicht aus den Augen verliere. Was ich auch in den Rauhnächten mache, ist immer Orakelkarten ziehen. Ich habe so ein schönes Rauhnachtskartenset, da ziehe ich jeden Abend eine Karte und gucke, was dann das nächste Jahr in dem passenden Monat auf mich zukommen könnte. Das ist auch mal ganz interessant. Während der Rauhnächte habe ich natürlich auch wieder geräuchert. Wer mir schon eine Weile folgt, der weiß, dass ich das immer mal wieder zwischen den Jahren mache. Ich nutze dafür gerne Palo Santo und um die Wohnung auszuräuchern, ein Kräuterbündel mit weißem Salbei. Im letzten Jahr war ich mal zu einem ganz spannenden Vortrag von Sam Hess, einem Schweizer Autor und Medium. Der war bei uns in der Nähe und da habe ich wieder ganz viel Interessantes über das Räuchern gehört. Wen das interessiert, der kann gern mal nach Sam Hess googeln, der hat auch sehr spannende Bücher geschrieben. Wenn ich räuchere, dann gehe ich mit meinem Kräuterbündel durch die ganze Wohnung. Man nimmt dafür eigentlich eine Feder, um den Rauch zu verteilen. Ich hatte nur eine Postkarte, aber das geht auch. Und ich räuchere dann besonders in die Ecken und befreie dann quasi unsere ganzen Räume von negativen Energien, die sich mit der Zeit so durch Krankheit, Streit oder schlechte Stimmung ansammeln. Und natürlich kommen dann auch wieder meine ätherischen Öle zum Einsatz, denn die sorgen dann wiederum dafür, dass feinstofflich sich positive Schwingungen ausbreiten. Wir haben die Ferienzeit auch intensiv genutzt, um mal wieder richtig schön in der Küche zu werkeln. Ich habe zum Beispiel das Experiment Sauerteig gestartet, weil ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, mehr Brot zu backen, Brot selber zu backen und zwar mit Sauerteig. Und da experimentiere ich gerade so ein bisschen rum und ja, ist eine ganz spannende Sache. Und dann hatten wir natürlich auch wieder Zeit, morgens mal Pancakes zu machen für die Kinder. Ich mache das gerne in meinen gusseisernen Pfannen, auf die ich vor einer Weile umgestiegen bin. Und ich sage es euch, das ist so genial. Ich hatte das ja schon mal versucht mit gusseisernen Pfannen, bin da aber nie so klar gekommen. Aber ich glaube, jetzt habe ich den Dreh raus und erziele die besten Ergebnisse in diesen gusseisernen Pfannen. Dann haben wir natürlich auch leckere Desserts gemacht zusammen. Mein Mann hat mir öfters mal in der Küche mitgeholfen und wir haben zusammen in der Küche gestanden, gewerkelt und nebenher ein Glas Wein getrunken. Wie man sehen kann, Rotwein ist nicht ganz so meins. Ich bevorzuge eher so Rosé oder Weißweine, am besten gekühlt mit einem Eiswürfel drin. Das trinke ich ganz gerne. Mein Mann trinkt lieber Rotwein, aber mir sind die zu schwer. Ich kriege dann immer gleich einen Gongs von den Rotwein. Ja, und so haben wir die Zeit genutzt und haben zusammen geschnibbelt und gekocht und hatten viel Spaß in der Küche. Not tired. I can hear the raindrops falling.
Vor dem Jahreswechsel habe ich mich nochmal um den Kleiderschrank gekümmert. Ende Dezember mache ich es nämlich immer so, dass ich alle Kleiderbügel verkehrt herum in den Schrank hänge. So sehe ich während des Jahres ganz genau, was ich für Klamotten getragen habe und welche nicht. Am Ende des Jahres kann ich dann noch sehen, welche Kleiderbügel verkehrt herum hängen und die Sachen kann ich dann getrost entsorgen, denn wenn ich sie ein Jahr nicht getragen habe, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich sie das nächste Jahr auch nicht trage. Und so weiß ich, dass ich immer nur die Klamotten in meinem Schrank habe, die ich auch wirklich anziehe. Und so ein Jahreswechsel ist dafür ein guter Cut, um ganz genau zu sehen, was man ein Jahr getragen hat und was nicht. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch während der Feiertage war, aber bei uns war es nass, kalt, regnerisch und es hat die ganze Zeit gestürmt. Lust rauszugehen hatte bei uns so keine richtig. Darum haben wir die meiste Zeit drinnen rumgekruschelt. Ich habe mir mal endlich mein Nähkästchen vorgenommen. Das wollte ich schon seit Jahren machen, habe es aber immer wieder vor mir hergeschoben. Ihr kennt bestimmt solche Baustellen. Bei mir hat das jetzt, ich traue mich das kaum zu sagen, 15 Jahre im Regal gestanden und ich habe immer nur Knöpfe und Ersatzteile, die man so bekommt, wenn man irgendwelche Kleidungsstücke kauft, reingetan und nie irgendwas aussortiert. Eigentlich brauche ich nur ein bisschen Garn und ein paar Nadeln, um mal einen Knopf anzunähen oder ein kleines Loch zu flicken. Für das ganze andere Nähzeug habe ich eigentlich gar keine Verwendung, weil ich keine Nähmaschine habe und eigentlich auch nicht nähen kann. Also habe ich alles durchgeschaut, aussortiert und das, was ich nicht mehr brauche, das gebe ich meiner Mama. Die freut sich drüber, denn die hat Verwendung für die Sachen. Und dann habe ich mich auch endlich mal um die Erinnerungskisten unserer Jungs gekümmert. Auch da habe ich seit Jahren immer nur alles reingestopft und reingestopft. Und das habe ich jetzt endlich mal alles durchgeschaut, sortiert und damit wieder Ordnung in die Boxen gebracht. Ja, und was gab es noch so zwischen den Jahren bei uns? Auf jeden Fall ganz viel Zeit und Muße, sich mal ohne Stress und Zeitdruck hinzusetzen mit einer Tasse Kaffee und einem Glas Wein und mal innezuhalten. Es gab Zeit, gemeinsam zu spielen und Filme zu schauen, die üblichen Weihnachtsfilme und Silvesterfilme, kennt ihr bestimmt. Es gab Zeit für gemeinsame Gespräche, die sonst im Alltag manchmal so ein bisschen untergingen. Und Zeit, gemeinsam spazieren zu gehen, wenn das Wetter mal okay war. Die Kinder waren auch dabei, aber die wollen nicht mehr so aufs Video. Muss man verstehen, sind da jetzt auch schon so ein bisschen älter. Es gab Zeit, mal wieder durch Läden zu bummeln, wenn auch nur den Mühlenladen mal in aller Ruhe zu durchstöbern. Und wir waren auch in der Therme, im Kino und wir haben gemeinsam den 60. Geburtstag meines Mannes gefeiert. Ganz ruhig, ganz entspannt, ganz in Familie. Wir waren schön essen und haben wirklich die Zeit genutzt. Ja, und das war's mit meiner Zeit zwischen den Jahren. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt ein tolles, neues 2024 und dass alles in Erfüllung geht, was ihr euch vornehmt. Wenn euch mein kleines Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir als Dankeschön und Wertschätzung einen Daumen nach oben da lasst. Ansonsten sage ich mal Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.